Golfspieler, Stefan. Sehr schön. Was hast du für ein Handicap? Natürlich klar, dass die Frage kommt. Ah ja, komm. Okay, ist doch was. Super. Hallo Eva, grüß dich. So, ich denke, nachdem Eva jetzt mit an Bord ist, ich schaue nur kurz durch. Denke, ja, lasst uns anfangen. 19 Uhr. Und ja, herzlich willkommen zum Live-Webinar heute wieder am 8.6.2017 um 19 Uhr. Dankeschön natürlich an euch alle, dass ihr live mit dabei seid. Auch für die letzten 8 genialen Webinare und den tollen Rückmeldungen. Ich merke einfach, es kommt gut was rüber, was mich unglaublich freut. Dann ist es nicht eine Zeitverschwendung für mich, sondern im Gegenteil, ich kann euch unterstützen und da geht mein Herz auf und deswegen freut es mich ungemein, dass wir auch heute Abend wieder zusammen sind. In dem Live-Webinar heute lernst du, wie du am Markt, in den unterschiedlichen Märkten, sage ich jetzt auch mal, Umzonen richtig identifizierst. Also egal, ob jetzt am Aktienmarkt oder im Devisenmarkt oder auch in den Rohstoffmärkten, da verhalten sich alle Märkte gleich. Warum? Weil in allen Märkten die gleichen Teilnehmer sind, nämlich wir Menschen. Und wir haben halt eingefahrene Verhaltensmuster, auch psychologisch bedingt natürlich. Und deswegen ja, kann man methodisch eben hergehen und diese Umkehrzonen am Markt identifizieren anhand von technischer Chartanalyse. Und worum es natürlich uns geht, weil wir wollen ja davon Profit schlagen, wie wir quasi von der antizipierten Bewegung daraus profitieren können. Das sind so die Kernpunkte heute. Das Ganze auch wieder von meiner Seite versuche ich sehr interaktiv zu gestalten. Ich versuche euch mit ins Boot zu holen, Fragen zu stellen. Würde mich unglaublich über eure Antworten freuen, über eure Teilnahme, aktive Teilnahme freuen. Sind Sachen unklar oder bleiben Sachen unklar? Einfach die Fragen in den Chat reinstellen. Ich habe den Chat jetzt auch präsent bei mir hier. Kann da immer wieder einen Blick drauf werfen und versuche natürlich immer sofort auch Antworten auf die Fragen zu geben. Bitte eine Bitte, themenrelevante Fragen für das heutige Webinar. Sollten es andere Fragen bezüglich Trading oder Broker oder sonst irgendwas sein, gerne per E-Mail. Ich stelle auch die E-Mail-Adresse kurz hier rein. Könnt ihr mich gerne anschreiben und helft euch gerne weiter. Gut. Also, du bist hier richtig, wenn du Trading-Einsteiger bist. Für den die technische Chartanalyse oder der Preischart an sich ja noch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Also der sich da noch nicht wirklich auskennt, der noch nicht so die Geschichte, die sich letzten Endes hinter der Preisentwicklung, hinter diesem Preischart befindet, lesen kann. Dann bist du hier richtig, weil wir aktiv heute daran arbeiten, dass es verständlicher wird, dass du mehr Orientierung erhältst. Und natürlich auch bist du hier richtig, wenn du aktiver Trader bist. Und ja, lernen möchtest oder auch nochmal vertiefen möchtest, wie du im Chart in der Technikanalyse den Trend identifizierst und Unterstützungs- wie Widerstandszonen richtig bestimmen möchtest. Die Agenda für heute kurz und übersichtlich, aber es geht heute richtig in die Tiefe. Das heißt, wir gehen nochmal kurz rein, wie so ein Vokabelsystem. Ich weiß, wir haben es letztes Mal schon besprochen. Aber da gehe ich ein bisschen schneller auch drüber, was Trend ist, wie ich einen Trend identifizieren kann. Schauen uns dann im zweiten Schritt den Prozess meiner täglich ja, angewendeten Chartanalyse an, der sogenannten IPEA oder IPEA-Chartanalyse. Und dann im Anschluss gehen wir in die Charts rein, machen eine Marktanalyse im US-Dollar-Japanischen Yen-Chart. Und kommen dann auch konkret zu einer Trading-Idee, die dann jeder im Anschluss die nächsten Stunden, Tage verfolgen kann, wie sie sich entwickelt. Und ja, also das ist so das Ziel. Also nicht irgendwo sich irgendwas x-beliebiges anschauen im Chart, sondern heute, wenn das Webinar fertig ist, hat jeder eine konkrete Trading-Idee vor Augen. Ich werde es auch noch mal kurz in der Trader Workstation vorführen, wie ich die
Profi-Order-Funktionen dann nutzt, dass ich nach der einmaligen Eingabe den Trade dann automatisch, ja, ohne dass ich manuell nochmal aktiv angreifen muss, durchlaufen lassen kann. Was für viele interessant ist, die berufstätig sind oder die nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen wollen und trotzdem Trading-Gewinne einfahren wollen. Gut. Kurz zur Erfolgsroute Standortbestimmung. Ich finde es immer wichtig, nochmal kurz einzuordnen, wo stehen wir mit der Chartanalyse. Ich habe schon in den vorangegangenen Webinaren aufgezählt, was für mich die 7 elementaren Schritte sind, die man im erfolgreichen Trading durchlaufen muss. Zum einen muss man bestimmen, wo man handelt, also sprich, auf welchen Gipfel wollen wir denn überhaupt gehen. Dann, wie handeln wir, also welche Trading-Setup-Bedingungen handeln wir? Handeln wir steigende Märkte, fallende Märkte oder handeln wir auch in Seitwärtsmärkten? Dann die Marktanalyse an sich selber. Was können wir handeln? Was handeln wir? Handeln wir Devisen, Aktien und welche dann? Ja, welche Devisenpaare handeln wir? Und dann schauen wir uns an, wann und wo können wir einsteigen. Also das heißt, es gilt dann, Einstiegssignale zu identifizieren, passend die Ausstiegssignale zu definieren. Ja, wann und wo steigen wir aus? Was von vielen oft vergessen wird. Man erkennt eine tolle Chance, und man meint, man muss jetzt dabei sein und man steigt schnell ein, aber hat man auch vordefiniert und vorgeplant, wo man wieder aussteigen möchte. Das heißt, im Gewinnfall sowie im Verlustfall. Und natürlich die zentrale Frage, was viele, viele Anfänger falsch machen, weil sie da wenig Wert drauf legen, aber das ist zentral. Wie viel kaufe ich denn von der Position? Egal, ob es jetzt Aktien sind, ob es jetzt Futures sind oder ob es Devisen sind. Wie groß ist meine Positionsgröße? Und dann letzten Endes, das ist so alles dieses Vorplanen, dann kommt die Umsetzung im letzten Schritt, im 7. Schritt im Trade Management. Das heißt, wie genau setze ich das in meiner Trading-Plattform um? Also wie genau kann ich da meinen Trading-Plan umsetzen? Wir machen heute Schritt 3 und 4. Zur konkreten Trading-Idee kommen wir auch. Das heißt, wir machen Schritt 5 mit und das sind so, was wir heute, wo wir unterwegs sind. Ja. Gut, dann Aufwärtstrend. Ich gehe da jetzt nochmal schneller drüber und im Chart selber dann versuche ich das Ganze viel interaktiver zu gestalten. Aufwärtstrend wird definiert durch auf höhere Hochs folgen höhere Tiefs. Das heißt, ich habe ein Anfangstief, eine Bewegung, dann ein höheres Hoch, Korrektur, ein höheres Tief und durch die neue Bewegung entsteht ein neues Strukturhoch, wodurch das andere, das davorige, ja, definiert wird. Das heißt, da ist es wichtig, das neue Strukturhoch muss nicht nur kurz drüber schauen über das letzte Hoch, sondern der Kurs muss auch über dem letzten, über dem Strukturhoch schließen. Und das ist so die Kerndefinition von einem Aufwärtstrend. Hier unten auch nochmal erklärt, AT für Anfangstief, Strukturhoch, Korrektur in ein höheres Tief und mit einer neuen Bewegung über das letzte Strukturhoch hinüber auf ein neues Strukturhoch. Gut. Abwärtstrend in im Endeffekt dasselbe in grün, nur andersherum. Also auf tiefere Tiefs folgen tiefere Hochs. Das heißt, ich habe eine Bewegung, Korrektur und eine Bewegung. Schauen wir uns in der Skizze das Ganze an. Ich habe einen Anfangshoch, habe eine Bewegung nach unten. Ein neues Tief wird gebildet. Dann kommt eine Korrektur mit einem tieferen Hoch. Und die mündet dann in einer neuen Bewegung nach unten in eine neue Struktur tief, das dann wiederum genau definiert ist, wenn der Preis hier unten unterhalb dem letzten tieferen Tief oder Strukturtief schließt. Was ich damit meine, der Preis schließt darunter, also die Preiskerze oder der Preisbar, der Schlusskurs ist unter dem letzten Strukturtief, das ist wichtig. Gut, dann gibt es noch die dritte Variante. Den Seitwärtstrend, gerade wenn jetzt sehr dynamische Märkte sind, dann irgendwann findet eine Konsolidierung statt, auch als Seitwärtsbewegung genannt oder Seitwärtstrend genannt. Das heißt, Preis und Kurs
haben keine eindeutige Richtung. Wir befinden uns, wie schon erwähnt, in der Konsolidierung. Das heißt, ich habe keine Bewegung, Korrektur und nochmal eine Bewegung mit einem neuen Struktur hoch oder tief, sondern das Ganze läuft hier mehr oder weniger in einer sogenannten Range ab, auf Englisch auch, oder auf Deutsch auch Zone, ja, wo der Preis dann mehr oder weniger auspendelt und dann entweder brechen wir nach oben aus der Zone oder dann nach unten aus, was auch passieren kann. Welche Richtung es geht, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu prognostizieren. Gut, was jetzt Neues, was ich jetzt auch noch mit dazu nehmen möchte. Trends können natürlich jetzt auf unterschiedlichen Zeitebenen stattfinden. Die können im Monatschart, im Wochenchart oder im Tageschart stattfinden. Hier mal als primärer Trend eingezeichnet in blau. Und es gibt noch den sekundären Trend, den mittelfristigen Trend auch, der wiederum, wie hier dargestellt, untergeordnet ablaufen kann. Und es gibt den tertiären Trend, den kurzfristigen Trend, der wiederum dann auch in so einer gelben Preisbewegung auch wieder ablaufen kann. Ja. Deswegen können wir wenn man sich das jetzt, ich markiere das mal jetzt hier. Ich bin jetzt gerade hier dran, meine andere Farbe. So, deswegen kann es gut sein, dass obwohl wir hier blau ganz klar in der Bewegung sind, in einem Aufwärtstrend sind, in einer Aufwärtsbewegung sind, auch gelb in der Aufwärtsbewegung insgesamt wir uns befinden. Aber trotzdem kann es sein, dass dann rot dargestellt wir in dieser Aufwärtsbewegung uns rot hier drin in der niedrigeren Zeiteinheit in einem Abwärtstrend befinden. Und das muss man halt immer in Betracht ziehen bei unserer täglichen Chartanalyse. Und deswegen gehe ich so vor, dass ich mir von der höheren Zeiteinheit, wie jetzt im Wochenchart oder Tageschart, manchmal auch den Monatschart, mir das anschaue, sozusagen die Großwetterlage anschaue und gucke mir erstmal an, wo befinden wir uns denn überhaupt? Sind wir bullish, sind wir bearish, also sind wir im Aufwärtstrend, das nennt sich bullish, oder sind wir bearish, das heißt, sind wir in einem Abwärtstrend, oder befinden wir uns neutral in einem Seitwärtstrend? Und das ist eben deswegen wichtig zu wissen, um auch dann später, das sehen wir dann im Chart jetzt dann, gewisse Ausstiegs- und Gewinnziele zu definieren. Aber im Chart dann noch genauer das dazu, da verweise ich jetzt auf später. Gut, nun, bevor wir in den Chart reinspringen, die zentrale Vorgehensweise, die zentrale Methodik meiner Chartanalyse, der IPEA, also nicht IKEA, sondern IPEA-Prozess, schauen wir uns jetzt hier an. Das Ziel, rufen wir nochmal uns in Erinnerung von anfangs, ist, wir wollen die Umkehrzonen im Markt identifizieren und von der antizipierten Bewegung daraus wollen wir profitieren. Und da benutze ich einen immer gleichbleibenden, konstanten Analyseprozess. Warum ist das so wichtig? Und ich wiederhole das immer auch wieder, versuche das auch meinen Klienten weiterzugeben, warum es so entscheidend ist, eine gleichbleibende Vorgehensweise sich anzueignen und zu trainieren. Naja, ich will konstante, zuverlässige Trading-Gewinne und zuverlässiges Einkommen aus dem Trading generieren. Und wenn ich immer unterschiedlich an die Marktanalyse rangehe und da eine Varianz reinbringe, wie will ich dann hinten raus konstante Ergebnisse erzielen? Das heißt, für mich ist das Fundament auch in der Analyse eine konstante, gleichbleibende Analysemethode und Vorgehensweise, damit ich die Basis dafür legt, dass ich am Ende vom Tag oder vom Monat, vom Jahr ein zuverlässiges Einkommen aus dem Trading erzielen kann. Und gerade für mich als Vollzeit-Trader ist das A und O. Deswegen lege ich da so einen Wert drauf. Gut, springen wir rein in den Prozess. IPEA kann man sich ganz gut merken, also fast wie IKEA. IPEA, I steht dafür für identifizieren
was wollen wir identifizieren im ersten Schritt? Naja, wir wollen den Trend identifizieren, wir wollen Widerstand identifizieren und Unterstützung identifizieren. Dann, ausgehend von Trend, Widerstandszonen und Unterstützungszonen, wollen wir prognostizieren, also das P steht für prognostizieren oder Prognose, wohin sich der Markt und wie höchstwahrscheinlich als nächstes bewegt. Das hat jetzt nichts mit Kaffeesatzleserei zu tun, sondern es gibt die Widerstandszone und Unterstützungszone, auch die Marktstruktur, und die wirkt, man kann das in jedem Preischart beobachten, wie eine Art Preismagnet, wo der Preis höchstwahrscheinlich, also nicht definitiv, mit Sicherheit kann man es nicht sagen, aber nicht 50-50, sondern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als nächstes hinläuft. Welche Zone er anläuft als erstes, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann, indem ich Widerstands- und Unterstützungszonen bestimme, eben sagen, okay, da kannst du als nächstes hingehen. Und natürlich auch durch die Erfahrung und durch eine gewisse methodische Vorgehensweise kann ich mir auch überlegen, wie könnte das denn passieren. Dann kommen wir zum dritten Schritt, zu der Entscheidung oder zum Entscheiden, wo ich mir die Frage stelle, kann ich mit dieser prognostizierten Preisbewegung und wie kann ich darin mit Gewinnvorteil aktiv werden? Also da kommt es natürlich auch auf die angewendete Trading-Strategie drauf an. Und das ist, ihr merkt schon, die ersten zwei Schritte sind komplett unabhängig, meiner Ansicht nach, jeder, der sich mit technischer Analyse beschäftigt, von der Trading-Strategie an sich. Also egal, ob ihr jetzt harmonische Muster tradet wie ich oder ob ihr nur Struktur- und Widerstandszonen tradet oder was auch immer ihr tradet oder Fibonacci tradet, die ersten zwei Schritte werden von vielen, vielen, so ist meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, werden von vielen, vielen ja nicht gemacht, die können es auch noch nicht und dementsprechend weggelassen. Aber wenn ich weiß, dass ich eben, wenn ich in Trendrichtung handle oder wenn ich weiß, wo Widerstands- und Unterstützungszonen sind und dass die wie ein Preismagnet eben wirken, dann kann ich mir auch da schon den ersten Vorteil, Trading-Vorteil rausarbeiten. Gepaart mit einem Trading-System, das mir auf Basis von den harmonischen Mustern nochmal zusätzlichen Trading-Vorteil bietet, habe ich dann halt einfach eine größere Gewinnwahrscheinlichkeit als andere Marktteilnehmer. Und darum geht es, wenn ich an der Börse aktiv und erfolgreich sein möchte, dauerhaft. Gut, das heißt, ich entscheide, habe ich anhand meiner Trading-Strategie und wie kann ich da mit Gewinnvorteil aktiv werden. Das heißt, da brauche ich natürlich ein ganz klares Regelwerk, das akribisch ausgearbeitet ist, wo alle möglichen Fälle, die passieren können, eingearbeitet sind, damit ich nie irgendwie verloren plötzlich am Markt bin und jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt aussteigen, soll ich einen Stop-Loss nachziehen, soll ich das Gewinnziel erhöhen, soll ich die Gewinne weiter laufen lassen. All diese Fragen, wenn die auftauchen, dann merkt ihr, ihr habt noch nicht ein durchdachtes Regelwerk, das geprüft ist, dass es auch wirklich einen Gewinnvorteil hat. Gut, nehmen wir an, ich kann aktiv werden, ich habe eine Chance identifiziert, wie ich aktiv werden kann mit Gewinnvorteil, dann geht es im letzten Schritt ans Ausführen. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich einsteigen, wie kann ich aussteigen, kurzum das Trade Management in meiner Trading-Plattform. Das sind so die vier entscheidenden Schritte, die ich immer wieder gleich jeden Tag in jedem Chart durchführe. Gibt es dazu Fragen? War da irgendwas unklar? Bevor wir jetzt dann in die Charts reinspringen. Bauchgefühl, nein. Warum, kann ich dir ganz einfach erklären, warum ich kein Bauchgefühl verwende? Weil je nachdem, ob ich, also dieses Gefühl, ja, das ist nicht reproduzierbar. Für mich nicht reproduzierbar, weil ich mich nicht jeden Tag gleich fühle. Und genauso wenig für meine Klienten, für meine Kunden reproduzierbar. Deswegen Gefühle versuche ich so weit wie möglich aus dem Trading rauszuhalten. Okay, Alex.
Super, alright, dann springen wir jetzt in den praktischen Teil. Das heißt, ich fahre jetzt alles hier weg. So, jetzt lege ich mir jetzt noch alles so zurecht, dass ich euch weiter im Blick habe, was ihr schreibt. Perfekt. Gut, Frage an euch: Könnt ihr die Charts alle sehen? Okay, es kommen mal eine Menge Ja's, von dem her gehe ich aus, dass es funktioniert. Gut, also, wie gesagt, erster Prozess: Identifizieren, Großwetterlage prüfen, könnt ihr euch merken. Wie wenn man eine Bergtour prüft oder Bergtour plant, das macht wenig Sinn, sich die Details anzuschauen, wenn schlecht Wetter oder eine Schlechtwetterfront kommt. Deswegen erstmal angucken, wie ist die Großwetterlage, gibt es überhaupt, ja, gibt es eine Chance, gibt es Möglichkeiten, im Markt generell aktiv zu werden. Was ihr hier seht, ist der Chart, aktueller Tageschart von dem US-Dollar, japanischen Yen, Devisenpaar. Ich springe jetzt einfach mal hoch in den Monatschart, damit ihr das auch mal seht. Der geht jetzt zurück hier bis 1995, 1994. Und boah, wenn ich jetzt mal das hier so auswähle, dann sind wir hier, wenn ich jetzt mal das so einzeichne. In was für einem Trend? Wer kann man das sagen? Okay, von abwärts bis seitwärts. Benjamin sagt abwärts. Also, legen wir mal los. Machen wir das Ganze durch. Ich glaube, ihr stimmt es mir alle zu, wenn ich jetzt hier das mal als Anfangshoch hier oben markiere. Und von dem Anfangshoch habe ich die erste Preisbewegung. Die geht ganz klar nach unten. Hab dann aus dieser Bewegung eine Korrektur, die geht hier hin. Da kann ich jetzt schon mal ganz klar was definieren. Was ist dieser Punkt? Tieferes Hoch, oder? Im Vergleich zum Anfangshoch, ganz klar, haben wir ein tieferes Hoch. Und jetzt da? Einmal potenziell hier unten. Auf jeden Fall schon mal ein Tief. So, und wie kommt die nächste Preisbewegung? Was passiert dann im Monatsbereich? Ja, dann kommen wir hier, sehen wir die nächste Bewegung hier runter. Aber wir schaffen es hier noch nicht, unter diesem Tief einen Schlusskurs hinzubekommen. Ich zoome jetzt auch hier mal rein. Dann seht ihr das mal besser, ja. Wenn man sich das jetzt mal im Detail hier anschaut. Hier ist der Schlusskurs unter dem Tief und da rechts drüben kriege ich keinen Schlusskurs. Also habe ich jetzt hier so Preisbewegungen, die ich jetzt mal eintrage, was sich seitwärts so ein bisschen auskonsolidiert und jetzt habe ich dann von dem Punkt weg eine neue Bewegung hier runter. Ihr seht schon, der Schlusskurs ist unter dem letzten Tief. Jetzt zoome ich wieder raus. Und somit habe ich jetzt da hier hinten
mein NSH, mein neues Strukturtief, per Definition. Ich habe hier auch wieder hier oben ein tieferes Hoch und damit ist auch hier das Strukturtief eingeloggt. Ja, so. Das heißt hier per Definition haben wir ganz klar den Abwärtstrend. Wir sehen dann hier nochmal eine Korrektur hier hoch. Und wenn wir sie uns anschauen, dann sehen wir schon das Erste, was ich ausarbeiten möchte. Dass es nicht sehr verwunderlich ist, wo die Korrektur endet. Ja? Weil das ein Preislevel ist, was in der Vergangenheit, ich markiere das halt hier mal mit dem Pfeil, hier Unterstützung war. Hier Unterstützung war. Und so eine Grundregel ist, wenn dann meine Unterstützung gebrochen wird und wir die von unten nochmal testen mit einem sogenannten auch Pullback genannt, dann wird so eine Unterstützung oft Widerstand. Das heißt, warum das Level so entscheidend ist, sehen wir auch hier. Wir haben jetzt hier, ich mache das mal in einer anderen Farbe, rot. Ich habe die Frage schon gesehen, ich mache das kurz hier fertig. Und dann gehe ich auf die Frage ein. Haben hier in dem ganzen Bereich, ja, ihr seht die ganzen Dochte hier von den Kerzen. Hier haben wir dann auch Widerstand und haben natürlich auch hier an der Stelle nochmal Widerstand. Das zum ersten schon mal, warum Widerstands- und Unterstützungszonen relevant sind und wie Preismagnete wirken. Ah, ihr habt natürlich recht, Entschuldigung. Es muss neue Struktur tief heißen. Danke für den Hinweis. Gut. Und dann geht es runter mit der neuen Bewegung. Korrektur bis hin zu einem neuen Strukturtief. So, und da haben wir die tieferen Hochs, dann haben wir das noch fertig. So, jetzt ziehe ich das nochmal zusammen. Also ganz, ganz klar, bis dahin, bis 2012, definitiv haben wir einen Abwärtstrend. So, und was passiert dann? Dann aus dem Tief 2011, 2012 raus bekommen wir eine Bewegung, die hier, naja, also hier zumindest mal schon mal ein höheres Hoch macht. Aber für mich jetzt ist das jetzt nicht der Endpunkt der Bewegung, weil jetzt die Korrektur nicht wirklich da ist. Das heißt, ich sehe die Bewegung bis hier oben hin. Und aus dieser Bewegung, die neue Hochs generiert, haben wir dann seit, zoom auch mal rein. Seit Mitte 2015 haben wir eine Korrektur. Ups. Hier runter. Und jetzt befinden wir uns wiederum in einer potenziellen weiteren Bewegung nach oben. Aber was wir hier halt eben wichtig festzuhalten ist, auch hier, ich zoome da auch mal rein, ja, wir haben hier keinen Schlusskurs über dem Hoch hier drüben. Also die letzten Hochs haben wir hier klar genommen, aber über dem jetzt nicht. Das heißt, wir haben schon ein höheres Hoch, das können wir ganz klar festhalten. Aber wir können es so noch nicht als Struktur hoch einloggen, weil wir noch nicht wissen, wird die Bewegung, also wird das höhere Hoch jetzt hier genommen mit einem Schlusskurs hier drüber, dann wäre es ein neues Strukturhoch, dann wäre es ein Strukturhoch mit einem neuen Strukturhoch, genau, oder wie es weitergeht. Faktisch, wir haben jetzt eine sehr dynamische Bewegung nach oben seit 2012 im Monatsstart.
die aber jetzt im Monatschart noch nicht bestätigt ist. Das heißt, neutral, seitwärts. Das wäre meine Analyse im Monatschart. Hier vorne ganz klar abwärts, aber durch diese Impulsbewegung über die letzten tieferen Hochs hinweg sind wir ganz klar nicht mehr im Abwärtstrend, was den Monatschart angeht, sondern wir sind neutral. Und hier entscheidet sich jetzt da, wo geht die Reise als nächstes hin. Ja, wenn wir jetzt hier nach unten gehen, unter das letzte Tief hier drüber, hier vorne, dann würde ich wieder ganz klar sagen, Bewegung, Korrektur, neue Bewegung mit einem tieferen Tief, sind wir wieder auf Monatsbasis in einem Abwärtstrend. Und geht die Bewegung hier nach oben, mit einem Schlusskurs über dem letzten Hoch hier, dann haben wir per Definition ganz klar Aufwärtstrend bestätigt. Gut, arbeiten wir uns weiter runter im Tageschart. So. Und hier sehen wir jetzt, ich lösche das mal hier raus. Hier sehen wir jetzt die Korrektur, die wir vorhin eingezeichnet haben im Monatschart, die hier läuft. Und jetzt kommt genau das zur Trage, was ich vorhin auf der Folie erwähnt habe. Ja, je nachdem, in was zur Zeiteinheit wir uns befinden, haben wir übergeordnet vielleicht eine Korrektur im Monatschart, ganz klar. Wenn wir jetzt hier aber den Tageschart anschauen, dann haben wir seit Anfang 2017, das ist der Höchstpunkt, der ist gleich hoch, ja, haben wir die Bewegung, die erste, dann haben wir eine Korrektur und haben eine neue Bewegung gesehen. Mit einem tieferen Tief. Das heißt, wenn wir uns das hier einzeichnen, was heißt denn das? Sind wir jetzt hier in einem Tageschart? Sind wir hier jetzt seitwärts, aufwärts? Wenn ich jetzt mal den Bereich hier anschaue. Wie gesagt, Abwärtstrend. Die am Ende sagt seitwärts. Warte noch, was da fertig schreibt. Ja, also wenn ich mir jetzt die Korrektur anschaue und ich weiß schon von vorne, hier vorne ist ein wahnsinnig impulsiver Move nach oben. Aber jetzt im Tageschart schaue ich mir im Endeffekt die Korrektur an. Ich weiß, übergeordnet sind wir in der Korrektur. Jetzt im Tageschart, per Definition, befinden wir uns für mich glasklar in einem Abwärtstrend. Warum ist das so? Naja, auch hier nochmal, wiederholen wir nochmal, wir haben ein Anfangshoch 2017, haben dann hier ein tieferes, ups, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Haben ein tieferes Tief. Lassen wir jetzt erstmal hier sehen. So, dann haben wir auch hier definitiv ein tieferes Hoch. Ja, und wir kriegen dann hier mit dem Tief hier unten eine neue Struktur Tief. Warum? Weil der Schlusskurs definitiv unter dem Tief hier ist und das macht das zum Strukturtief. So, und dann haben wir wieder, wie vorhin auf der Folie auch schon aufgezählt oder aufgezeigt, die Kernkomponenten von einem Abwärtstrend. Von Anfangshoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, neues Strukturtief, was das zum Strukturtief macht.
So, und dann geht es weiter. Auch dann kommt eine Korrektur mit einem tieferen Hoch. Und jetzt sehen wir wieder die Bewegung nach unten. Wie weit die geht, wissen wir nicht. Aber was kann man festhalten? Dieses tiefere Hoch hier. So. Wenn ich mir dann noch Folgendes einzeichne und anschaue. Jetzt habe ich einen Trend bestätigt. Jetzt habe ich einen Trend bestimmt. Das war das Erste, was wir machen wollten beim Identifizieren. Ja, also ich schreibe das auch mal gleich hin. So. Das heißt, beim Identifizieren geht es erst um den Trend, Fragezeichen. Dann, wo sind Widerstand und wo ist Unterstützung im Chart? Das ist jetzt, was neu mit dazu kommt. Bisher haben wir uns nur einen Trend angeschaut. Jetzt da schauen wir uns auch Unterstützung und Widerstandszonen an. Ja? So, das heißt, was ich sehe, ich zeichne das auch gleich mal mit Linien ein, dass wir hier definitiv ein interessantes Preislevel haben. Warum? Weil wir ja, hier war es Unterstützung. Ich mache das hier mal grün. Dieses Level. Dann das gleiche war es hier. Unterstützung. Dann haben wir hier wieder Unterstützung gehabt. Und plötzlich wird diese Unterstützung hier gebrochen. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie eine Ellipse habe, ob ich das einzeichnen kann. Ja. Hier wird die Unterstützung gebrochen. Dann wird die von unten angetestet. Das heißt, ehemals Unterstützung wird Widerstand. Da wieder. Und auch hier an dieser Kerze. Dann durchbrechen wir den Widerstand nach oben und durchbrechen den wieder nach unten mit einer starken Bewegung hier. Sehen wir dann wieder den Pullback an dieses Level dran. Also diese kleine untergeordnete Korrektur nach oben an dieses Preislevel, was nicht per Schlusskurs überwunden werden kann. Mal sehen das Ganze auch nochmal hier. Auch hier prallt es ab. Ja. Preis läuft wieder von unten an dieses Level ran und es prallt wieder nach unten ab. Und das meinte ich mit Unterstützungs- und Widerstandszonen. Das sind nicht immer ganz genaue Preislevels, das können auch Zonen sein. Ja? Aber die wirken, die auszumachen, das ist schon wichtig, weil die, wie ihr hier seht, live, ja, die wirken einfach wie ein Preismagnet. Da sind einfach ganz große Player am Markt, große Hedgefonds oder wer auch immer, der eben oder die eben an diesem Preislevel sagen, nee, hier, das ist zu teuer, hier kann ich verkaufen oder hier will ich verkaufen, weil ich gehe davon aus, dass die Preise wieder nach unten gehen. Aber was da genau dahinter steckt, das interessiert mich nicht. Ich versuche nur, das zu analysieren, zu identifizieren, wo sind Preismagnete. Ja. Zoom mal weiter rein, hier in den 2017er Bereich, April-Mai-Bereich. Wir sind hier, wie gesagt, im Tageschart. Und was ich genauso sehe hier, ist, das ist schon mal ein Preislevel, sage ich jetzt mal. Das nächste, was ich hier sehe, da sind wir irgendwo in
Bereich. Ja, das ist der Tageschart fast noch zu grob dafür. Aber was ich schon ausmache, ist hier dieses Preislevel. Und da sind wir auch aktuell noch drunter. Ja, auch hier kann ich wieder meine Pfeile kurz eintragen. Wir sehen hier, warum ist das markant, das Preislevel? Warum springt es mir gleich ins Auge? Naja, weil wir hier Unterstützung gesehen haben. Ich markiere das mal mit grün für Unterstützung. Auch daneben nochmal. Auch hier nochmal. Auch hier an dem Tag war das Preislevel Unterstützung. Dann haben wir es gebrochen. Mit einem Gap hier nach oben. Auch wieder gleich wieder durchbrochen. Und sind dann in der Bewegung nach unten gekommen und haben es da wieder angetestet. Also auch da war es noch signifikant oder ist es noch signifikant. Da war wieder Unterstützung, da waren wieder Käufer im Markt aktiv. So, dann kam die Bewegung, die Korrektur nach oben mit der neuen Bewegung durch dieses Preislevel hindurch. Und jetzt sehen wir den sogenannten Pullback hier hin an dieses Preislevel, wo wir aktuell auch noch nicht drüber geschlossen haben. Also hier sind wir aktuell, das ist die heutige Tageskerze hier. Okay, das heißt, es bleibt festzuhalten. Unten kann man auch noch Folgendes festhalten. Eine Unterstützungslinie, ich mache die auch mal grün. Wo das letzte Tief war, wo Unterstützung reinkam, wo Kaufen reinkam. Okay, in Ordnung. Also, wir halten fest, wir sind in einem Abwärtstrend. Die Bewegung nach unten ist am Laufen. Und wenn ich jetzt in Richtung Trend handeln möchte, was suche ich? Long-Einstiege oder Short-Einstiege? Wer ist für Long und wer ist für Short? Vielleicht eine kurze Rückmeldung. Wolfgang sagt Short. Willi sagt Short. Amanda sagt Short. Ferdi sagt abwarten. Okay. Stefan sagt. Short. Alles klar. Genau. Und das ist das, wo ich sage, darum identifiziere ich Trend und Widerstands- und Supportmarken im Chart. Weil jetzt kann ich Folgendes sagen. Ich weiß nicht, wo es als nächstes hingeht, aber hier besteht die Chance in dem Bereich, dass wir die Bewegung fortsetzen, weil wir befinden uns in einem Abwärtstrend, dass wir zumindest mal als nächste Anlaufzone, als nächsten Preismagneten das letzte Strukturtief ausmachen, dass wir das testen. Das ist meine Überlegung. Ob das hier schon passiert oder ob wir da durchgehen und die Zone hier oben testen und von dort nach unten laufen, das weiß ich nicht. Also ich habe keine Glaskugel, keine Ahnung. Aber was mit der Analyse eben das Ganze ermöglicht ist, ich kann vorbereitet sein. Ich kann mir Szenarien ganz klar durchplanen, wann, wie und wo ich am Markt aktiv werden möchte, wenn Folgendes erfüllt ist. Also wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn das passiert, dann mache ich das. Das garantiert mir einfach, dass ich A, niemals einfach nur so in den Markt reingehe, sondern vorneweg einen Plan habe, ein System habe. Das heißt, neben dem Einstieg ist ganz klar definiert, wo steige ich aus, wo sind meine Gewinnziele und wo ist mein Stop-Loss. Und wenn ich dieses hier weiß, dann habe ich einfach ja, einen klaren Vorteil. Und das will ich euch mitgeben, was so die Kernpunkte sind, um erfolgreich, auf Dauer erfolgreich am Markt zu sein. Gut, so. Also da sehe ich jetzt dann noch keine
nach der Prognose, wo es hingehen kann, muss ich entscheiden, sehe ich jetzt hier schon einen Gewinnvorteil oder sehe ich noch keinen? Ich sehe aktuell mit meiner Trading-Strategie der harmonischen Muster keinen Gewinnvorteil in dieser Zeitebene. Aber springen wir doch mal runter. Und ich springe hierfür mal in den 60-Minuten-Chart. So. Mach das Ganze hier mal größer. So. Und jetzt sehen wir, wenn wir es jetzt hier mal, ich lasse es jetzt mal so, auch das, hier können wir das Gleiche machen. Das heißt, auch hier können wir wieder Trend identifizieren. Immer wieder dasselbe Spielchen. Ne? Ich nehme mal hier auch eine andere Farbe, dass man das besser sieht. Ja, kann hier meine Preis-Swings einzeichnen. Habe hier ein neues Strukturtief und neues und das definierte Strukturtief. Das heißt hier ganz klar auch hier schon wieder Abwärtstrend mit einer Korrektur und einer Bewegung nach unten. Eine Korrektur, Bewegung nach unten, eine Korrektur. Wie weit geht die Korrektur? Naja, schauen wir nach links, wo die letzten Unterstützungszonen sind oder Unterstützungslevels sind, die dann quasi, wenn sie gebrochen werden, zu Widerstandslevels werden. Ich zeichne das hier schon mal kurz ein. Eine andere Farbe auch wieder rum dafür kurz. Gelb. Ja. Hier. Seht ihr das? Hier war ganz klar Unterstützung. Dann brechen wir durch. Die Bewegung endet. Es kommt eine Korrektur. Wie weit geht die Korrektur? Naja, auf das Level der letzten Unterstützung. So, jetzt mal weiter. Ändere die Farbe wieder. So, dann die Bewegung, Korrektur, eine neue Bewegung mit einem neuen Tief. Und dann kommt eine Bewegung über die letzten Hochs hinweg. Das heißt, da ist ja erstmal der Downtrend neutralisiert. Was ich jetzt erwarten würde, ist entweder, dass wir sowas machen, was wir nicht gemacht haben, um untergeordnet im 60-Minuten-Chart einen bullischen Trend zu etablieren. Das ist nicht passiert. Sondern was ist passiert? Der übergeordnete Trend setzt sich fort, indem wir hier wieder eine Bewegung haben mit einem tieferen Schluss, also mit einem neuen Strukturtief. Hier sehen wir eine ganz kleine Bewegung oder eine Korrektur zurück. Auch da wieder in den Bereich rein und mit einer neuen Bewegung nach unten auf neue Tiefs sehen wir hier. So, wir erinnern uns, übergeordnet, wir wollen Short gehen. Gibt es eine Short-Möglichkeit? Danach suchen wir. Das heißt, wir zoomen jetzt hier mal rein. Hier per Definition sind wir auch im 60-Minuten-Chart in einem ganz klaren Abwärtstrend. Das heißt, okay, wo können wir jetzt hier, ich nehme die Pfeile mal hier raus, wir haben noch eins nicht gemacht, was ich hier unbedingt machen möchte, ist, ich möchte noch Widerstands- und Unterstützungslevel einzeichnen. Da springt mir, ich lasse euch mal kurz schauen, wo würdet ihr welche einzeichnen. Also nur schauen, dass ihr selber überlegt. Ist natürlich jetzt schwierig hier reinzuschreiben, wo das genau sein wird. Aber genau, der Willi schreibt schon, zunächst mal den Widerstands, mögliches Widerstandslevel einzeichnen. Ja, wenn man das hier anschaut, sehe ich das ganz klipp und klar. Irgendwo in dem Bereich, ich mache das auch mal mit einer anderen Farbe jetzt da. Widerstand ist rot. So, ich persönlich würde jetzt hier im 60-Minuten-Chart nicht eine ganz genaue Linie nehmen. Man sieht hier schon, aber ich nehme dann immer in dem Bereich mehr oder weniger eine Zone, wo ich mir sage, okay, das ist meine antizipierte Widerstandszone in dem Bereich. Da liegen Linien drin, wie zum Beispiel auch das hier, das letzte Tief. Man sieht es auch hier, wenn ich das hier einzeichne.
Das ist für mich auch eine Widerstandszone hier oben. Das war hier Support. Den brechen wir. Dann prallen wir hier oben ein paar Mal ab. Konsolidieren hier ein bisschen aus, bevor es weiter nach unten geht. Aber man sieht schon hier, 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 hier. Na, ich muss doch mal ein paar Pfeile mit reinnehmen, dass man es besser sieht. So, also hier haben wir es, hier sehen wir es. Und dann auch wieder hier und hier. Ja. Gut, also Trend bestimmt, Short. Genauso wie im 60 übergeordnet Short, im 60-Minuten-Chart Short. Widerstandszonen identifiziert. Was noch fehlt, ist eine Unterstützungszone. Naja, das ist jetzt nicht weiter schwierig. Da ist definitiv das Tief hier unten. Da kann man kaufen rein. Das mache ich ganz klar als, markiere mal grün, als, wieder, als Unterstützung aus. So, jetzt können wir uns da reinzoomen. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, was für ein Regelwerk habe ich, was für eine Trading-Strategie habe ich, wie kann ich jetzt da konkret aktiv im Markt werden. Und ihr merkt schon, habe ich kein konkretes System, kein konkretes Regelwerk. Wie kann ich konstant handeln und damit konstante Ergebnisse erwarten? Wie kann ich aber auch überhaupt überprüft mit Gewinnvorteil handeln? Habe ich ein System, was ich überprüft habe, an der Stelle, was ich einsetzen kann, was mir diesen Gewinnvorteil gibt? Und mit dem Harmonic Pattern Trading oder mit den harmonischen Mustern auf Deutsch weiß ich eben aus Erfahrung, da bin ich auf der Gewinnerseite, da habe ich diesen statistischen Vorteil. Gut, ich zeige es einfach ein. Dazu nutze ich Fibonacci. Was es hier ist, ist ein sogenanntes Bad-Muster. Dieses Muster gibt mir zusätzlich noch meinen Gewinnvorteil und wie ihr seht, wird dieses Muster genau in diese prognostizierten Widerstandszone komplettiert. Das heißt, da wäre genau auch mein Einstieg auf der Short-Seite, nämlich hier oben. Da würde ich einsteigen und jetzt habe ich ein klares Regelwerk. Das heißt, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht nur, dass ich hier einsteigen werde, wenn der Preis da oben ankommt, sondern ich weiß auch genau, wo ich aussteigen werde. Per Definition, weil wir hier in einem Abwärtstrend sind, also ich nehme ja auch wieder Fibonacci für meine Gewinnziele, die statistisch überprüft sind, dass die mir auch wirklich mit einem Chance-Risiko-Verhältnis entsprechend den Gewinnvorteil, die Gewinnerwartung auch liefern. Und da wir hier im Abwärtstrend sind, ist es nicht das 61,8er mit dem zweiten Gewinnziel, sondern ich versuche mit der zweiten Position hier unten einen Test der letzten Unterstützung zu erreichen. Also, wir können es auch hier, ich trage es hier nochmal übersichtlich auch ein. Das heißt, wir aus den letzten Webinaren bestimmt schon gemerkt habe, ich handle zwei Teilpositionen. Warum zwei Teilpositionen? Hat den einfachen Grund, weil meine Devise folgende ist, ich möchte Verluste begrenzen und wenn ich richtig liege, möchte ich die Gewinne laufen lassen. Das heißt, hier oben wäre mein Einstieg. Jetzt muss ich das mal rausnehmen. So. Ich markiere das immer mit roten Boxen, weil ich auch ganz gut hier mit der Chart-Software zu realisieren. Und rot ist mein Risiko. Also hier oben steige ich aus. Markiere das nochmal ganz kurz. Gleich mit. Also hier das Level hier wäre mein Einstieg. Wenn der Kurs, und immer wieder wenn dann, ja, wenn der Kurs von hier auf dieses Preislevel nach oben wandert, dann habe ich dort meine Short-Order platziert. Und kann dann auf diesem Preislevel short in den Markt einsteigen. Aber jetzt nicht nur einsteigen, sondern ich habe was auch gleich definiert, meine Ausstiege. Das heißt, ich habe mein Risiko ganz klar definiert vorneweg. Das liegt hier oben, da ist mein Stop-Loss
auf diesem Level und mein erstes Gewinnziel ist am Ende der grünen Box hier unten, auf dem Fibonacci-Level hier, hier unten. So, wir haben gesagt, ich handle zwei Teilpositionen. Wo steige ich mit der nächsten Teilposition ein? Naja, ist jetzt nicht weiter verwunderlich, nämlich auf dem gleichen Level, da wo das harmonische Muster komplettiert wird. Der Stop-Loss befindet sich ebenfalls auf dem gleichen Level. Nur, wenn ich jetzt richtig liege, dann möchte ich mit der zweiten Teil der Position meine Gewinne laufen lassen und einen Abwärtstrend haben und es damit wahrscheinlicher ist, dass wir neue Tiefs machen oder zumindest mal die letzten Tiefs getestet werden, bevor wir einen Trendwechsel haben, versuche ich mit der zweiten Teilposition die Gewinnmitnahme hier unten zu legen. Macht es für euch Sinn? Denkt schon, oder? Vielleicht ein kurzes Feedback, ob das verstanden worden ist mit den zwei Positionen, die ich handle. Nö. Weil wie gesagt, Alex, die Idee dahinter ist einfach Abwärtstrend und die Wahrscheinlichkeit ist höher in einem Abwärtstrend, dass der Trend weitergeht, dass wir sogar neue Tiefs sehen in dem Fall. Und ich spekuliere jetzt nicht mal auf neue Tiefs, sondern einfach nur darauf, dass mit der zweiten Teilposition die letzten Tiefs getestet werden. Das Ganze ist alles im Endeffekt weggetestet, auch real natürlich, wird es nicht handeln, wenn es nicht funktionieren würde, wenn es mal keinen Gewinnvorteil geben würde. Also alles mit statistischen Daten natürlich unterstützt und hinterlegt. So, ich komplettiere das noch ganz kurz von der Beschriftung her, dass ihr euch da auch zurechtfindet. Das heißt, ich habe das Gewinnziel 2 hier. Genau, Marcel hat schon erwähnt, Marcel ist aus der Trading for Freedom Community, der da schon auch schon länger mit dabei, der weiß da Bescheid. Genau, jetzt haben wir ja auch da wieder unterschiedliche Szenarien. Das heißt, falls dieser, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, falls jetzt dieser Kurs hier oben auf Einstand geht und ich einsteige, dann gibt es ja zwei Szenarien. Einmal das Szenario, was ich nicht hoffe, was aber passieren kann, dass der Kurs durchmarschiert und das Level hier oben erreicht, dann werde ich mit ganz klar vorher definierten Verlust aus dem Trade ausgestoppt. Bei mir ist das 1% vom Trading Depot. Wenn ich aber jetzt hier reinkomme und wie antizipiert der Kurs hier in dieser Umkehrzone nach unten in Richtung meiner Gewinnziele dreht und mein Gewinnziel 1 erreicht wird, dann nehme ich Teilgewinne mit und für die zweite Position bedeutet das automatisch nach meinem Tradingplan, dass wenn Gewinnziel 1 erreicht ist, dann, auch hier merkt ihr, wenn dann fahre ich den Stop-Loss der zweiten Position auf Einstand, um das Risiko ganz klar zu kontrollieren und in dem Fall zu minimieren. Das heißt, die zweite Position ist risikofrei. Ich kann mit der zweiten Position kein Euro mehr verlieren, habe aber die Chance, dass wenn der Kurs vielleicht hier abbleibt und dann wieder nach unten dreht und die Tiefs testet, dass wir hier mit einem zweiten Gewinnziel ebenfalls als Gewinner hervorgehen. So viel zur Analyse. Quasi, wir haben identifiziert Trend- und Widerstandszonen. Wir haben prognostiziert, wo der Kurs wahrscheinlich als nächstes hinlaufen kann. Wir wissen es nicht. Aber wenn er von diesem Kurslevel, wo er sich aktuell befindet hier,
nach oben läuft auf unser Einstiegsniveau, dann wollen wir aktiv werden. Dann können wir auch aktiv werden laut Regelwerk, weil nach unserem Trading-System bietet sich hier ein Gewinnvorteil. Ich weiß, dass ich mit einem Bad-Muster in dem Fall in 57% der Fälle als Gewinner hervorgehe. Ob es in dem Fall so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn ich 200, 400, 600 Trades mache, dann habe ich diesen Gewinnvorteil. Und unterm Strich verdiene ich Geld damit. Gut, ich bin vorbereitet. Das heißt, wenn der Preis hier oben das Einstiegslevel erreicht, werden zwei Short Orders ausgelöst, wo Loss- und Gewinnziel ganz klar definiert ist. Sollte der Kurs durchmarschieren, werde ich mit vorher definiertem Risiko ausgestoppt. Sollte Gewinnziel 1 erreicht werden, wird Position 1 mit Gewinn geschlossen und automatisch der Stop-Loss der zweiten Position auf Einstand nachgezogen, um eben Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen. Der Wolfgang fragt, ist es nicht sinnvoll zu warten? Naja, wie weiß ich, ob der Preis dann auf Einstand dreht? Es hat auch da kann ich natürlich mir ein ganz klares Einstiegsszenario rausarbeiten, zum Beispiel mit einem, wenn ich jetzt die Kerzen mir anschaue, mit einem tieferen Tief und einem tieferen Schlusskurs von der Kerze. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber es hat zwei Dinge. Ich muss die ganze Zeit vorm Rechner sitzen und das Ganze beobachten. Wenn ich die Zeit und die Muse habe, den ganzen Tag wie eine Katze vor einem Mauseloch zu sitzen, dann kann man da vielleicht sich nochmal einen ganz klitzekleinen Vorteil rausholen. Mag sein, aber auch das muss backgetestet werden. Und ansonsten ist es halt einfach angenehmer, wenn man das jetzt so wie jetzt hier identifiziert hat. Ich habe die Preislevels und jetzt kann ich reinspringen in meine Order-Plattform. Ich mache das auch gleich mal hier nochmal für all die, die jetzt auch das Abo gebucht haben beziehungsweise im Testabo sind, als Übung. Jetzt schauen wir mal, wie man das am besten darstellen kann. Ich mache das mal groß. Das war hier klein. Ja, das ist schwierig. Aber ich habe es ja noch, ich habe noch eine andere Möglichkeit. Nämlich, ich kann das folgendermaßen, die schon das Abo haben, beziehungsweise im Testabo sind, die haben ja vorhin auch eine E-Mail bekommen, weil das ist ein reales Test oder reales Forex-Signal, was ich handle, was ich auch meinen Kunden weitergebe. Und die haben dann bekommen per E-Mail dieses Signal zugesendet und können das dann auf ihrer persönlichen Startseite, hier ist es mit drin, im US-Dollar japanischen Yen, das Short-Signal, kriegen das übersichtlich dargestellt, können dann auch hier auf das Signal im Detail gehen und sich das anschauen. Und hier unten sind die, also ich bin zu schnell, ich weiß. Hier wird im Text ausführlich nochmal beschrieben, die Chartanalyse mehr oder weniger, wo die Umkehrzone sich befindet, wo wir unsere Gewinnziele setzen, warum wir unsere Gewinnziele so setzen. Und hier der Kernpunkt letzten Endes mit Trade-Information. Ist der Trade bestätigt? Ist er erst potenziell? Wie schnell muss ich aktiv werden? Hier auch nochmal der Umrechnungskurs, weil es ja im US-Dollar japanischen Yen getätigt wird, der Trade. Wie der ist zum euro-japanischen Yen, um die richtige Positionsgröße zu bestimmen. Für all diejenigen, denen so eine Orientierungsgröße erreicht, habe ich hier für ein 50.000 Euro-Konto und für ein 10.000 Euro-Konto eben die Positionsgröße zur Orientierung reingeschrieben, die 1% Risiko vom Depot damit abdeckt. Genau. So, aber wo ich ja eigentlich hin will, ist, hier die Order-Beschreibung sind die Levels. Die kriegst du natürlich auch mitgeliefert. Nicht nur Einstiegslevel, sondern natürlich auch vorneweg schon Ausstiegslevel auf der Gewinn- und auf der Risikoseite. Und ganz kurz auch nochmal ganz wichtig hier unten die Kondition. Ich habe das jetzt hier blau markiert.
Auch da klipp und klar der Hinweis, weil dieses Einstiegssignal ja noch nicht ausgelöst ist. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Wir sind hier oben noch nicht am Einstiegslevel. Was jetzt natürlich passieren kann, nehmen wir mal eine andere Farbe. Es kann natürlich passieren, dass wir von diesem Preislevel hier aus nach unten marschieren. Das kann passieren. Ja. Nur wenn das passiert, dann will ich nicht mehr, dann ist mein Muster, mein Gewinnvorteil ungültig und dann will ich nicht mehr im Markt sein. Das heißt, stellt euch vor, ihr bekommt die E-Mail, ihr gebt jetzt, wie wir es gleich nachmachen, die Orderinformationen in eure Handelsplattform ein, Schritt für Schritt, und dann geht ihr auf Aktivieren. Und dann müsst ihr nichts mehr machen. Aber es gibt ja immer zwei Fälle jetzt da. Wenn das Einstiegssignal erreicht wird, dann werden die Orders automatisch getriggert und ihr seid im Markt aktiv. Und wenn das Preislevel nicht erreicht wird, das Einstiegspreislevel, sondern der Kurs hier schon nach unten drehen sollte, dann will ich die Orders natürlich rausgelöscht haben, weil ich den Gewinnvorteil nicht mehr habe. Und dafür gebe ich euch die Condition an oder die Bedingung an, die jetzt gleich für die Handelsplattform gebraucht wird, wo ihr sagen könnt, naja, wenn die Preise unter dieses Level hier gehen, unter die 109,37, dann, bevor der Einstieg erreicht ist, dann löscht mir die Orders aus der Trader Workstation, aus der Handelsplattform raus, weil dann will ich nicht mehr aktiv sein, weil ich keinen Gewinnvorteil habe. Wie das Ganze jetzt geht, schauen wir uns an. Dafür mache ich das ganze Fenster hier kleiner. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt irgendwie. Soll ich das hier so hinkriegen? Na, sonst springe ich da hin und her. Das passt dann schon. So. Also, wichtig ist erstmal, wir sehen hier, wir sind hier im US-Dollar-japanischen Yen unterwegs. Das heißt, wie ich das schon in YouTube-Videos auch vorgemacht habe, wenn die Voreinstellungen richtig sind in der TWS, dann klickt ihr hier drauf. Drei Orders gehen auf, eine Einstiegsorder, eine Zielorder, eine Gewinnzielorder und eine Stop-Loss-Order. Ich mache das Ganze mal vor für ein 10.000-Euro-Konto. Das heißt, ich schaue mir das Ganze hier unten an. Das heißt, ich habe insgesamt eine Positionsgröße von 31.000. Teile das Ganze natürlich jetzt in zwei Teilpositionen auf. Das heißt, es sind 15.500. Das ist das Erste, was ich bestimme, die Positionsgröße. So, die Einstiegsorder, mein Einstiegslevel ist wo? Das kriege ich hier mit. Einstieg, Verkauflimit bei 110,54. Das heißt 110,54. Dann das Zweite, was ich eingebe, ja, kommt gleich. Das Zweite, was ich eingebe, ist mein Gewinnziel 1. Das liegt bei 110,00. Wichtig ist in der TWS immer Punkt anstatt Komma nehmen. Ansonsten nimmt er das nicht an, der versteht das nicht. Ja, der nächste kommt auch gleich. Dann das Risiko, Begrenzung, also der Kaufstopp liegt bei 110,94. Das heißt, mein Stopplimit liegt bei 110,94. Und ich persönlich lege, um eben die Slippage zu verringern oder die bei 0 zu halten, da auch mein Stopplimit hin. Das heißt, es wird nicht eine Stop-Order mit Market generiert, sondern eine Stop-Limit-Order, das heißt per Limit. Ich kann diesen Preis festsetzen, wo ich aus dem Markt rausgehen möchte. Und im Devisenmarkt, der so liquide ist, funktioniert das auch wunderbar. Also ich habe es noch nie erlebt, dass der Preis durchgerauscht ist und ich nicht mein Limit ausgeführt bekommen habe. So, hier hinten habe ich meinen Auslösekurs und meinen Stop-Kurs. Da muss ich jetzt in der ersten Position nur schauen, dass der im Endeffekt unter dem ersten Gewinnziel liegt. Ich gebe jetzt einfach mal hier 109 ein und damit bin ich jetzt hier soweit durch. Um jetzt festzulegen,
wie wir es vorhin gesagt haben hier drin, dass wenn die Kurse nicht den Einstieg erreichen sollten, sondern vorher nach unten drehen sollten und damit mein ganzes Trading Setup ungültig wird, dann möchte ich die Orders ja löschen. Das heißt, wenn die Kurse unter 109,37 marschieren, ohne dass mein Einstiegssignal getriggert wird, dann Orders löschen. Wie das geht? Ich klicke hier mit einem Rechtsklick auf die Einstiegsorder in der TWS, gehe dann auf Ändern, fahre rüber auf Bedingungen und ein Bedingungsfenster geht auf. Ich ziehe das hier mal rüber, dass ihr das auch seht. Und ich übersetze mal. Das heißt, das Erste, was ich mache, ich setze einen Haken bei Zulassen, dass die Order auch außerhalb der Handelszeiten gelöscht werden in dem Fall. Und hier geht es darum, ich möchte, dass die Orders gelöscht werden. Also wähle ich hier Order stornieren. Ich trinke noch ganz kurz einen Schluck. So, und gehe dann auf Hinzufügen. Sag, wenn der Kurs, also man kann da auch noch andere Dinge auswählen, wie ihr seht. Also falls ihr eine andere Strategie habt, die zeitabhängig ist oder volumenabhängig ist, kann man sich da alle möglichen Bedingungen einfallen lassen. Aber für den Fall hier heißt, wenn der Kurs im US-Dollar, japanischen Yen, also USD.JPY, das ist das Kürzel für das Währungspaar, ich handle Cash, also Idle Pro, kleiner gleich 109,37 war es. Ich check nochmal ganz kurz. Genau, 37 ist, dann die Orders löschen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Übermitteln. Ja, das passt auch. Und schon ist die Order im Markt aktiv. So, ich möchte ja zwei Teilpositionen eröffnen. Das heißt, ich klicke nochmal hier drauf auf diesen Geldkurs, weil ich Short gehen möchte. Wähle die Hälfte von der Positionsgröße aus. Sag, naja, das Verkaufslimit ist das gleiche, weil das Einstiegslimit das gleiche ist. Das Stop-Loss-Limit ist das gleiche. Das liegt bei 110,94. Ups, das hat jetzt doch das hat gepasst. Auch da 110,94. Und mein Gewinnziel, kann ich nochmal kurz überprüfen, liegt bei 109,19. Ja, das heißt, ich kann jetzt hierher gehen, 109,19 eingeben. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt will ich ja noch Folgendes. Wenn Gewinnziel 1 bei 110,00 erreicht ist, also mein Auslösekurs ist dann 110,00, dann bitte zieh mir meinen ursprünglichen Stop-Loss bei 110,94 auf Einstiegslevel nach, um mein Risiko auf 0 runterzufahren. Das heißt, der Triggerpreis, der Auslösekurs ist 110,00. Wenn der erreicht ist, damit ist mein Gewinnziel 1 erreicht, dann ziehen wir den Stop-Loss auf Einstieg nach. Und das liegt bei 110,54, dieses Level. Wir sind noch nicht ganz fertig. Was noch fehlt, ist die Bedingung. Auch hier ändern, Bedingung. Ja. Zulassen außerhalb der Handelszeiten der regulären oder soll storniert werden, wenn der Kurs im US-Dollar, japanischen Yen, kleiner gleich 109,37 ist. Gehe auf Beenden, auf Übermitteln, klicke hier auf OK. So, und somit haben wir jetzt die Trading-Idee erfolgreich. Im letzten Schritt, erinnert euch in der Präsentation, dieses Bergbild mit den 7 Schritten, das ist das Trade-Management erfolgreich umgesetzt. Also von der Chart-Analyse, von der Trend-Analyse über die Entscheidung, über die Strategie hinweg zu einer konkreten Trading-Idee, die dann komplett wie von A bis Z, wie wir es jetzt hier vorgemacht haben, in der Handelsplattform eingegeben ist und jetzt aktiviert ist. Jetzt
sind wir eigentlich mit unserem Prozess zu Ende. Jetzt entscheidet der Markt, ob Einstiegslevel erreicht wird oder nicht. Und wenn es erreicht wird, sind wir aktiv im Markt drin. Und dann entscheidet auch wieder der Markt, kommt die erwartete, antizipierte Bewegung Richtung unserer Gewinnziele oder marschiert der Markt nach oben durch und wir werden halt mit einem vorher ganz klar kalkulierten 1% Minus ausgestoppt. Der Alex-Effekt, wo kann man die Bedienung sofort in der TWS sehen? Alex, Bedienung sofort in der TWS, was meinst du damit genau? Ach, die Ausführung meinst du? Wann die Order ausgeführt wird? Wo die Order gelöscht wird? Gute Frage. Im Order-Ticket siehst du es. Also wenn du das normale Order-Ticket aufmachst, siehst du es hier oben, dann hast du hier einen Reiter Conditional. Und der Standard, hier siehst du das alles, was eben der Limitkurs, hier siehst du die Condition, dass die verknüpft ist. Und hier hinten hast du noch mehrere. Da siehst du es eben, dass die auch das Ganze per Voreinstellung quasi mit One cancels another oder all verknüpft ist. Das heißt, sobald die Gewinnzielorder ausgeführt wird, wird automatisch die dazugehörige Stopporder gelöscht, dass da keine Order unvorhergesehen im System aktiv bleibt. Soweit klar, Alex? Perfekt, super. Gibt es sonst noch Fragen? Fragen zu TWS oder Fragen zum Trading-Signal? Der Christoph fragt, wie er mir folgen kann. Im Prinzip, ja, ziemlich simpel. Wenn ihr, also die schon Mitglieder sind, die werden die Startseite so nicht mehr kennen, die haben sich ja da schon registriert. Ich denke mal, das ist der sinnvolle Schritt für alle, die noch nicht kostenfrei Mitglied sind bei mir. Es gibt viele wertvolle Infos. Ihr kriegt auch immer sofort Updates, wenn neue Webinare sind. Seid ihr immer mit an Bord. Aber jetzt konkret zu den Signalen. Im Prinzip habt ihr hier oben den Reiter Service und Börsenkompass bzw. Premium Forex Trading Signale. Und ihr könnt das Ganze für 1 Euro völlig risikolos testen. 14 Tage lang könnt für euch entscheiden, ist es was für euch, kommt ihr damit zurecht. Wenn ihr Fragen habt, per E-Mail, ich bin immer zu erreichen, oder auch per Community. Also wie ihr seht, ich nehme das auch mal kurz mit rein. Es sind ja auch einige mit am Start heute. Und das ist eine Plattform, eine Kommunikationsplattform, die ihr auf dem Rechner, über den Browser oder über Software nutzen könnt, über Notebook, Tablet oder auch Smartphone. Und da bin ich auch immer ganz einfach zu greifen. Schreibt mir einfach da eine Nachricht oder stellt es auch in die Community rein, wenn ihr Fragen habt zu den Signalen, zu der TWS, allgemein zum Trading. Das ist ein Ort, so wird es gelebt von uns, wo wir uns gegenseitig unterstützen, Erfahrungen austauschen, motivieren. Und ich kann nur jedem empfehlen, der noch nicht mit dabei ist, schaut es rein, meldet euch an dafür. Das ist alles komplett kostenfrei. Diejenigen, die Trading-Signale buchen möchten und mir über die Schulter schauen möchten, tagtäglich, was ich handle, wie ich es handle, die sind freigeschalten, hier über den Trading-Kanal hier und kriegen natürlich sofort diese Trading-Signale ganz konkret hier reingestellt und können darüber folgen oder parallel kriegen sie es natürlich auch per E-Mail zugestellt. Aber gerade für die einsteigen, die Trading for Freedom noch näher kennenlernen wollen, auch die anderen Mitglieder kennenlernen wollen, ist die Trading Community ein super Anlaufort, völlig kostenfrei, völlig unverbindlich und es ist,
Also ich kenne das aus Erfahrung. Es ist halt, Trading kann ein ganz, ganz schön einsames Business sein. Und dort einen Ort zu haben, wo man sich mit anderen austauschen kann, gegenseitig unterstützen, motivieren kann, ist einfach Gold wert. Ja. Also auch da kann man den Lernprozess nochmal im Trading deutlich nach oben fahren und steigern. Es werden auch von den anderen Mitgliedern Trading-Signale, die schon länger mit dabei sind, die sich da schon ein bisschen sicherer fühlen, gepostet. Auch ich poste da, wie ihr seht, Trading-Ideen. Und ja, also es ist einfach, freut mich ungemein, dass das auch angenommen wird. Und wir haben Leute von überall her. Also es switcht immer zwischen englischer Sprache und deutscher Sprache. Weil wir halt Inder mit dabei haben, wir haben Koreaner mit dabei, also ja, international ist das Ganze, was es super interessant macht. Ja, gut, und da kann man eben, wie gesagt, da klickt er dann drauf und da könnt ihr dann das Ganze total unverbindlich für 1 Euro 14 Tage lang testen. Wenn ihr es weiter haben wollt, müsst ihr nichts weiter machen. Wenn ihr es kündigen wollt, habt ihr das über die Account-Funktion könnt ihr einfach auf Kündigen gehen und alles ist einfach und transparent zu kündigen. Genau, kriegt auch den gleichen Service, also ist wirklich nicht eine abgeschwächte Form oder sonst irgendwas, nee, kriegt die gleichen Signale wie die, die den Service fix gebucht haben. Und genau. Okay, super, Christoph. Alex, ja klar, also donnerstags ist Webinartag, 19 Uhr möchte ich auch so weiter beibehalten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, Themen habt, was TWS, was Trading angeht, was Herausforderungen von euch angeht, wo ihr, ja, meine Erfahrung, die ich damit reinspielen lassen kann oder Lösungen haben wollt, schickt mir eine E-Mail oder kommt in die Community, stellt die Fragen hier rein. Ich nehme die Diskussionen gern auch immer her, um Themen für die Webinare daraus zu generieren. Und ja, nutzt es. Also als ich angefangen habe, deswegen mache ich es ja auch, gab es das alles nicht. Ich habe zig Bücher und Seminare belegt und ja, das probiert, jenes probiert. Und so ein Ort, wo man sich austauschen konnte und auf allem auch zu einem Mentor bin ich viel, viel später erst gekommen. Hätte ich das von Anfang an schon gehabt, dann ja, wäre mir vieles an Nerven und an Lehrgeld gespart geblieben. Also nutzt es, dafür ist es da. Okay, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, schaue ich nur ganz kurz. Traut euch ruhig. Auch zu dem Thema heute, zur Analyse. Okay. Trading-Psychologie. Klar, ist das Thema schlechthin im Trading. Ja, ist der große Erfolgsfaktor, klar. Können wir auch gern mal ein Webinar machen zur Trading Psychologie. Lasse ich gern mit einfließen. Vielleicht hast du da konkrete Dinge, die du von meiner Seite aus angesprochen haben möchtest, Alex. Schreib mir einfach eine E-Mail oder stell es hier rein. Ob ich heute Nacht das britische Pfund beobachte, also ob ich da zuschaue, nee. Also da bin ich, du verfolgst das Ganze ja schon, Wolfgang, wie du es ja gemerkt hast, britische Pfund-Positionen habe ich aktuell keine offen. Auch was Euro-Positionen angeht, bin ich flat aktuell. Ich habe eine Position offen, die schon länger läuft, im US-Dollar, kanadischen Dollar. Und jetzt eine Idee eben im US-Dollar, japanischen Yen. Aber was Euro und Pfund angeht, die Währungspaare, die lasse ich einfach mal außen vor, bis das alles
ja, bis die Entscheidung dann gefallen ist, bis wir das Ergebnis haben und vor allem bis das Ergebnis verarbeitet worden ist von den Marktteilnehmern. Weil ich weiß einfach aus der Historie, aus der Trading-Historie, aus der Erfahrung raus und auch natürlich auch aus dem Backtesting raus, an solchen Tagen, wo solche politischen Ereignisse sind, da habe ich mit Chartanalyse mit Mustertrading keinen Vorteil. Und deswegen, wenn ich keinen Vorteil habe, bin ich nicht im Markt aktiv. Einfach auf den Punkt gebracht. Okay, freut mich, Alex, dass es dir gefallen hat. Ich denke auch, jetzt könnt ihr auf die Zeit schauen, ja, 1,5 Stunden wieder. Wow, die Zeit verfliegt, wenn es Spaß macht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Stefan, wenn du noch eine Frage hast, stell sie rein. Cryptocurrencies, nein, habe ich mich nicht beschäftigt. Warum kann ich dir auch auf den Punkt ganz einfach von meiner Seite aus sagen, weil nichts dahinter ist, finde ich. Ja? Ich handle Devisen deswegen auch, weil Volkswirtschaften dahinter stehen. Da stehen ganze Volkswirtschaften dahinter. Die Eurozone, US-Dollar mit Amerika, Japan, japanischer Yen, das Ganze ist gestützt mit Volkswirtschaften. Mit den ganzen Kryptowährungen, da steckt an meiner Ansicht nach nichts dahinter. Und von dem her ist es einfach ja, ein Stück weit aus meiner Sicht, das ist nur meine persönliche Meinung, risikoreich, nicht vorherzusehen. Bewegungen sind natürlich irre, keine Frage. Wer jetzt einen Bitcoin-Chart, ich kann den mal kurz einblenden, verfolgt hat, kann man es vielleicht nochmal kurz anschauen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Währungspaare oder auch, ich kann auch mal einen DAX analysieren, wenn ihr da Interesse daran habt, also wie ich einen DAX sehe aus charttechnischer Sicht, wenn ihr einen DAX handelt oder wenn ihr Gold handelt oder sowas, können wir auch mal machen. Also schreibt mir eine E-Mail für die nächsten Webinare, können wir gerne mit einbauen. Aber schauen wir uns mal den Bitcoin an, in US-Dollar. So, hier sind wir im 60-Minuten-Chart, aber ich glaube, interessanter wird es, wenn wir den Tageschart uns anschauen. Ja. Das ist doch nicht der Tageschart. Das ist der Stundenchart, denken wir es doch gerade. Ja, natürlich ist es irre, wenn ich so einen Chartverlauf sehe. Ja. Aber wie gesagt, substanziell ist da halt für mich viel zu wenig, also für mich ist, bei Devisen sind Volkswirtschaft dahinter und da fehlt mir einfach die Erfahrung. Also was steckt da dahinter? Keine Ahnung. Wer kann das wie steuern? Mit wie viel Volumen kann man das steuern? Devisenhandel weiß ich, da gehen Milliarden, wir haben es in den Webinaren uns angeschaut, wie groß der Devisenmarkt ist im Vergleich zum größten Aktienmarkt. Ja, x-mal so groß. Da stecken richtige Voluminas dahinter. Da weiß ich nicht, was da für Player am Markt aktiv sind und wie man den Kurs vielleicht auch eventuell manipulieren kann. Im Devisenmarkt weiß ich, Manipulation ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Klar haben die FED und die EZB, also die großen Notenbanken, natürlich mit ihren Entscheidungen schon richtungsweisende Impulse, was sie da geben können. Aber ansonsten ist es so liquide, dass Manipulation ausgeschlossen. Bei so einem Markt, puh. Da habe ich so meine, also deswegen handle ich nicht. Ja. Ich handle das, was ich verstehe, wo Substanz dahinter ist und das, was ich nicht verstanden habe in der Vergangenheit, aber gehandelt habe, das hat mir keine Gewinne gebracht. Im Gegenteil, eher Verluste. Und von dem her, wenn ich zocken will, dann gehe ich ins Casino und habe da meinen Spaß. Aber das ist für mich Beruf, Business und von dem her beschränke ich mich darauf, was ich verstehe, wo ich weiß, ich habe einen Gewinnvorteil. Und Bitcoin-Markt oder Ethereum, oder wie sie alle heißen, die ganzen Cryptocurrencies, ich habe sie nicht getestet, ich habe sie nicht gehandelt. Von dem her kenne ich meinen Gewinnvorteil nicht. Für mich heißt es definitiv dann Finger davon lassen. Okay, super. Ja, soweit, so gut. Ich möchte das Webinar auch an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es einen Mehrwert gebracht, euch hat es gefallen.
kurzes Feedback vielleicht, würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend für all die, die vielleicht gerade Urlaub haben, noch einen schönen Urlaub. Und ich mache mir Gedanken für nächsten Donnerstag, für den Webinarinhalt. Anregungen sind herzlich willkommen per E-Mail. Gerne, her damit. Und okay, super. Freut mich. Dankeschön. Dann einen schönen Abend und bis nächsten Donnerstag. Die Einladung kommt dann.